Kunterbunt ging es letzten Samstag in der Weimarhalle zu. Das 8. interkulturelle Neujahrsfest zog wieder zahlreiche Besucher aus verschiedenen Nationen an, um gemeinsam den Beginn des Jahres zu feiern. Wenn man durch die Welt zieht, merkt man, dass Neujahr gefeiert wird von nicht nur von unserem Silvester aus, sondern auch bis in den März hinein. 2 Stunden Musik zum Mitmachen und Genießen. Künstler aus über 15 verschiedenen Ländern sorgten für gute Laune. Indonesische Klang- und Tanzeinlagen gab es dieses Jahr zum ersten Mal, sowie auch den Line Dance aus den USA. Neben Bauchtanz, Folklore aus Russland und Kurdistan gab's für das jüngere Publikum satten Beat. Darunter auch den ersten Thüringer Nachhaltigkeitsrap, performt von den Mitgliedern des Jugendforums zusammen mit dem Rapper Doppel-U. Die heißen Rhythmen kamen in Form des Sambas und Zumbas aus Brasilien, die auch die Kleinsten im Publikum zum Mitmachen anregten. Orientalisch wurde fürs leibliche Wohl gesorgt. Die Teller mit den persischen Spezialitäten waren schnell vergriffen. Über 1000 Besucher kamen dieses Jahr. Ein Erfolg, auf dem man sich nicht ausruhen will. Der Wunsch ist es, das größte Fest Thüringens zu werden.